Es spricht nun Johannes zu uns. Hallo, mein Name ist Johannes. Ich wirke im Friedensnetz mit. Das Friedensnetz sieht sich als loser Zusammenschluss Friedensbewegter aus verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Bereichen. Ich bin Christ, Mitglied der evangelischen Kirche. Und ich will diesen Ostersonntag nutzen, um mich zu distanzieren. Sich zu distanzieren wird ja ständig gefordert. Man müsse sich klar abgrenzen von Verschwörungstheoretikern, von Putin-Verstehern und von Rechten sowieso. Das klingt auch erstmal alles völlig richtig. Bei genauerem Betrachten merke ich aber, dass diese Begriffe sehr dehnbar sind und eher zum Diskreditieren taugen als zum Distanzieren. Aber wovon will ich mich denn heute distanzieren? Ich will mich von Haltung und Meinung distanzieren, nicht von Menschen oder Menschengruppen. Und da kehrt man am besten erstmal vor der eigenen Haustür. Also, ich als evangelischer Christ distanziere mich heute zum Fest der Auferstehung des für mich konsequentesten Pazifisten, Jesus von Nazareth, ganz klar von den Aussagen der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche Deutschland, Frau Annette Burschus. Gerade zu Ostern verstört es mich, wenn sie sagt, die Ukrainer wollen in Frieden und Freiheit leben und solange das nicht möglich ist, brauchen sie unsere Unterstützung, auch im Moment durch Waffen. Oder Aussagen wie, niemand kann mit Putin reden. Ich distanziere mich von solchen für mich unchristlichen Haltungen, die eine Kapitulation an meinen Glauben darstellen würde. Ich teile diese Haltung nicht. Dennoch akzeptiere ich es, dass andere Menschen die Bibel anders lesen als ich. Das liegt nicht in meiner Hand. Auch sie können selbstverständlich Christen sein. Nun will ich aber den Bogen zu unserem Ostermarsch spannen. So wie ich in meiner Kirche allen zugestehe, Christ zu sein, muss ich auch hier allen zugestehen, für den Frieden zu sein. Jeder nach seiner Lesart. Ich kann mich hier nicht hinstellen und sagen, du da, du bist ja gar nicht wirklich für den Frieden. Du gehörst doch irgendwie zu dieser Partei oder weiß der Kuckuck was. Wie glaubhaft wäre ich dann? Dann könnte ja jeder zu mir sagen, und du, Christ, ihr seid doch wohl für Waffenlieferungen. Nein, wo kämen wir da wieder hin? Wir sind eben in erster Linie für unsere Haltung verantwortlich. Nicht für die unserer Nachbarn, unserer Freunde, Parteigenossen oder unserer Vorgesetzten. Selber denken und Haltung zeigen ist nötiger denn je. Kein Mensch sollte aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer Gruppe, Nationalität, Religion oder Partei oder sonst etwas angegriffen oder verurteilt werden. Noch ein Zitat von meinem Lieblingspazifisten. An ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Ich stelle mich gegen Hass, Ausgrenzung und Gewalt. Ich hoffe, in einer Demokratie zu leben, die fähig ist, Entscheidungen zu treffen, die dem Wohl der Allgemeinheit dienen und nicht auf Kosten anderer beruht. Wie weit wir davon weg sind, will ich deutlich machen. Ich stehe hier auch für einen NATO-Austritt Deutschlands. Denn wenn wir als Bürger nicht mehr darüber mitbestimmen können, ob hier Atomwaffen stationiert werden oder nicht, und wenn von vornherein feststeht, wie viel Milliarden wir in die Rüstung stecken müssen, immer mit dem Argument der Bündnisverpflichtung, dann ist das undemokratisch. Kriegsgerät herzustellen, in alle Welt zu verhökern und einzusetzen, ist ein Verbrechen an der Menschheit. Egal, ob durch Russland, USA, Türkei, Israel oder Deutschland. Menschen im Töten auszubilden und zu bestärken, ist gesätes Übel. Generationen heranzuziehen, denen eingetrichtert wird, es wäre okay, Deutschland am Hindukusch zu verteidigen und dass Krieg ein legitimes Mittel zur Durchsetzung von Interessen und zur Sicherung von Wohlstand ist, ist der Untergang der Zivilisation.
Frieden wächst aus Gerechtigkeit. Aber Gerechtigkeit ist eben nicht Recht. Wir müssen auch uns eingestehen, dass wir auf Kosten anderer leben. Deutschland profitiert von den etwa 20 Kriegen, die es derzeit weltweit gibt. Wir profitieren davon, dass täglich über 20.000 Menschen verhungern. Wir profitieren auch davon, dass 150 Arten jeden Tag aussterben durch Spekulation, Verträge und Patente. Das ist alles rechtens. Das gehört zusammen. Aber auf einem begrenzten Planeten wird uns das eines Tages selbst zum Verhängnis. Zum Abschluss noch ein Zitat einer Kunstfigur, dem Känguru von Marc-Uwe Kling. Alles scheiße? Warum? Ich sage es euch, Kinder. Der Kapitalismus ist einem jahrhundertelangen Arbeiterkampf mühsam gefesseltes Monster, das Menschen frisst und Gold scheißt. Seit einigen Jahrzehnten nun sprengen die Leute, auf die das Gold geschossen wird, die Ketten des Monsters, damit es wieder mehr Menschen frisst und noch mehr Gold scheißt. Und man kann nur hoffen, dass diese Leute irgendwann von den herabfallenden Goldklumpen erschlagen werden. Frohe Ostern! Thank you.